Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist der Gaming Pro und heute spielen wir mit Blackout. Und heute bauen wir unser eigenen Freizeitpark. Nein, ich fahr weg. Komm jetzt wieder. Er hat schon recht auf den Verrücker oder keine Ahnung. Wir bauen jetzt erstmal ein bisschen. Wir brauchen erstmal eine Obsession. Wir nehmen mal jetzt ganz die normale. Soll ich auch schon mal hier ein Karussell hinbauen? Das mache ich gerade schon. Achso, dann mache. Aber kann doch immer zwei bauen. Wir machen eine Spiralrutsche. Mach die da. Und ich geöffnet das jetzt erstmal. Und ich brauche erstmal einen Weg. Was findest du schön für einen Weg? Wollen wir bei diesem Steinboden bleiben oder? Ja, bei dem Steinboden bleiben, der ist schon ganz okay. Okay, dann. Aber ich kann das irgendwie nicht platzieren. Jetzt hast du drei platziert. Es hat bei mir geleckt. Ja, jetzt haben wir vier. Geil. Nee, das jetzt war da. Siehst du? Löschen. Das da. Bestätigen. Und das da bestätigen. So, jetzt haben wir nur noch einen. Okay, ich baue jetzt die für die Spiralrutsche. Den Eingang kannst du jetzt bauen. Ich kümmere mich lieber um die Essenshäuser. Nee, ja, okay. Das krieg ich, glaube ich, hin. Das kann ja nicht so schwer sein. Gelände. So. Wir haben unseren ersten Kunde. Herr Popelscheißer, wie geht's Ihnen? Sie sind unser erster Kunde, Herr Oberfaltwebel. Dafür kriegen Sie einen Kalender von 2015. Ich mache jetzt eine neue Aktion. Ich nehme diesen Flugzeug hier. Na, hat uns das? Nur ein paar tausend Dollar gekostet. Wie viel? Ja, nur ein paar tausend. Haben ja genug Geld. Geöffnet. Und jetzt muss ich neu. Ja, du willst essen, ich verstehe dich. Aber wir haben halt noch nichts zu essen. Eben. Man muss halt auch mal ein paar Sachen im Leben akzeptieren. Erstmal muss man auch zu der Rutsche hingehen, da muss ich, weil du noch keinen Eingang gebaut hast. Ja, das musst du machen, ich kümmere mich hier gerade. Meinst du, Pommes sind gut? Ja, Pommes ist gut. Pommes gehen immer. So, hoffe ich. Ich baue einfach ganz verschiedene. Pizza baue ich noch. Und was ich noch mache, ist Eiscreme, damit die praktisch schon einen ganzen Durchgang haben. Geöffnet. Und erfrischend Getränk. Hä, wo sind heiße Getränke? Zuckerwatte, Slush-Eis kommt auch immer gut an. Oder Eis. Oder Erfrischung. Wir haben 1000 Dollar. Genau. Jetzt ruft jemand an. Als Maul. Hallo? Leute, er ist kurz weg. Und wir bauen jetzt erstmal ein paar Dings hier. Bäume, Gebüsch. Und eine, was bauen wir hier noch? Bauen wir mal einen Baumstamm hier noch zu Deko und noch ein Lagerfeuer. Jo, war die Ora. Jetzt geht's auch weiter. Kann mal jedem mal passieren. Also, also essensmäßig? Ja, wir haben einen Stern, Digga, wir haben einen Stern schon. Ja, weil ich hier hinten so viel Essen platziert habe. Ja, und du musst Mülleimer platzieren erstmal. Weißt du was? Und das wird hier mehr von uns. Yeah. Restaurant. Das ist hier nichts mehr. Mülleimer. Was sind Mülleimer? Wo drunter? Ich mach schon. Das sind bei Wege. Bei Wege, ach so. Hier ist ein Mülleimer. Mülleimer und Laternen. Welche nehmen wir denn? Die Standard? Wir nehmen die hier, die ich platziere hier. Ja, aus dem Holz, ne? Warte, nee, ja stimmt, die hier nehmen wir. Aber Laternen nehmen wir die hier, die ich platziert habe.
bisschen Licht schon. Oh, schon dunkel, ey. Ein Arbeitstag schon. Und jetzt, ich habe 1000 Dollar, ich gehe schon mal weg. Ciao. Ich habe 1000 Dollar verdient, ich gehe schon mal weg. Du kannst ja nicht bauen, jetzt schon etwas. Ja, ja, hab kapiert. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Morgen machen wir ein paar neue Attraktionen. Es gibt aber auch keine Kinder hier, ne? Alles nur Erwachsene. Geht aufs Kettenkarussell und auf die Rutsche. Am Ende bleiben die noch stecken auf der Rutsche. Ja. Guck mal, hier sind Getränke, hier ist Eis, hier ist Pizza, hier ist Pommes. Ja. Guck, dann essen die euch Pizza oder Pommes, dann essen sie eine Eis und dazu trinken sie noch etwas. Gut. Ja, dann sollen wir schließen? Oder? Ja. Voll die Dicke in der Rutsche. Ja, auch mal aufstehen. Komm, ich helfe dir. Warum geht mein Handy jetzt an? Dafür erstmal ein Like da lassen. Lol, ich wollte eigentlich eine Achterbahn bauen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Also ich wollte erst klein anfangen mit kleinen Sachen. Nee, Achterbahn. Ich mache eine kleine. Was ja, eine kleine. So eine Raupe. Mach mal so eine Raupenachterbahn. So eine kleine Baby-Raupenachterbahn. Mit Lübeck? So kleine Babys. Oh Mann, da will ich rein. Jo, Leute. So sind wir drauf. Ach, du baust hier direkt. Ach so, baut man eine Achterbahn. Ich mach das schon. Okay, soll ich ein bisschen Berge da drunter bauen? Ich hab kein Geld mehr. Wegen dir! Ja, wir müssen halt hier noch kleine Attraktionen bauen, keine Achterbahn direkt. Bau gleich meinen Weg hin, aber nicht ganz. Nein, nein, mach ich gleich. Wir sollten jetzt erstmal hier die Sachen ein bisschen teurer machen. 300. Genau, 300. Nee, wir machen das. Die Teetassen machen wir auf 15. Ich denke, das ist gut. Das hier, das verbraucht so viel Strom. Ich stelle mich erstmal hier mitten rein. Wahrscheinlich werde ich umgeflogen. Oh, der ist da, warte. Ich kann nicht. Boah, wie oft stürzt ihr denn ab? Na, 14 ist nichts. Wir machen direkt 18. Guckt weiter, da kommen die Kinder hier in den. Dann haben die gestern das Angebot in der Zeitung gesehen. Da kommen die hierher und dann ist es einfach teurer. Das ist so geil. Und dann machen wir es günstiger, wenn sie fahren wollen. Und dann, während sie fahren, machen wir es einfach teurer und man muss danach bezahlen. Hast du jetzt wieder Geld für deine Achterbahn? Ja, du gibst ja alles aus. Hallo, ich habe noch 10.000. Ich gebe nicht alles aus, ich spare die ganze Zeit. Ich baue jetzt einen Weg dahin. Aber keinen ganzen. Zwei Wege, ne? So ein bisschen. Im Alpaka-Style. Nein, Spaß. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Guck mal, die laufen den nicht fertigen Weg einfach dahin. Und dann laufen die wieder zurück. Diese Gruppe. Nein, hier jetzt kommt eine 6er, eine 7er Gruppe. Alles klar. Soll ich? Obwohl, du musst selbst die Achterbahn bauen. Ich bräuchte jetzt das ab. Wir müssen. Kennst du die Holzachterbahn im Moviepark? So was ähnliches würde ich bauen, wo die so hochfahren, sich denken, ach du Scheiße, dann stehen die hier oben. Es geht aber nicht so hoch. Ja, ja, aber so hoch reicht der auch erstmal. Und dann fahren die hier runter. Ach, da müssen wir dann musst du das anmalen in Holz. Ja, okay. Obwohl, das machen wir später. Ja. Wir müssen ja erstmal die Bahn fertig machen. Yo, Leute, erstmal leichter, weil wir so dumm sind. Ach du Scheiße, das hat unser Nachbar gebaut. Da stürzt du ja in den Tod, wenn du da runterfährst. Eingang. Ist ja wie die SpongeBob-Achterbahn in Midland. Die gibt's wirklich, die ist wirklich heftig. Da fährst du so einmal zu der Speed-Achterbahn und dann fährst du geöffnet schon. Geöffnet, lässt man da richtig lebensmüde runterfallen. Okay, ich kann jetzt spielen. Ich muss kurz wegwärtiger angerufen. Hallo? Pff, Leute, das ist so dumm, ey. Leute, ich kann irgendwie nicht weiterbauen.
Leute, ich kann nicht weiterbauen. Leute, ich muss das noch einmal nur kurz löschen. Oder, warte. Nee, das geht. Ich muss geschlossen machen und das. Ich guck das mal an. So. Und jetzt kann ich hier auch weiter hier am Ende weiterbauen. Ich habe jetzt so viel. Irgendwie kann ich nicht so tief bauen, Leute. Gut, ich spiele einfach weiter und schreibe währenddessen. Das geht ja. Klar geht das. Einfach mit 10 Händen irgendwo schreiben. Ey, ihr sollt hier nicht. Ist das hier geschlossen? Oder wie? Ich kann doch nicht die Rutsche schließen. Aha. Das ist doch tödlich. Das ist Mord. Was ist der Eingang? Wird geladen. Nee, ist auf. Gut. Solange die Rutsche auf ist, dann ist gut. Also das ist der Weltuntergang. Dann war's das. Ich glaube, ich muss die nochmal neu bauen. Ich verkack die ganze Zeit. Ey, wie waren die ja vor den Tassen? Sind die wirklich so beliebt? Machen wir einfach teurer. Dann gehen aber nicht mehr so viele rein. Ja, wir erhöhen um 2 Dollar. Ich habe schon mal eine Geisterbahn gebaut. Ja, die war wahrscheinlich teuer, ne? Die hat 25 Euro gekostet, was ich gar nicht viel finde für eine Achterbahn. Und dann mache ich die mal ein bisschen teurer und direkt gehen alle. Hab ich echt keine Freunde. Warte. Ich kann dir die Frage gleich beantworten. Ich kann mir das jetzt kaufen und jetzt muss ich eine glatte Fläche für 100 Euro kaufen. Also wenn man eine Achterbahn kostet, so 2000, ey. Boom. Jo, der Freund kommt jetzt hoffentlich. 90 Euro. Warum haben wir eigentlich mitten auf dem Weg hier eine Lampe stehen? Weil die Leute dumm sind. Ja, also du, die hast du platziert. Ja. Willst du mal mit der Achterbahn fahren? Ja, klar. Ja, ich mach mal Testmodus. Warte. Ja, komm, ich teste die eben. Gucken wir uns das mal an. Warte. Testmodus. So, jetzt schnell rein. Setz dich doch rein. Nein. Ich sag, los. Ey, ich bin wieder. Komm her. Du musst F drücken. Ach, F muss ich drücken? Weiß ich nicht. Hier, aber das... Fällt die da jetzt auch runter? Ja, wir machen so eine Jump-Achterbahn, wo man da auf die weiterführenden... Scheiße, fällt da wirklich... Ach, Scheiße. Scheiße, ich bin doof, ey. Also, das war ja, also, ich. Das war ich. Das nehmen wir einfach als Deko. Zu zeigen, wie super die funktioniert. Ich baue jetzt die weiter. Ja, bau die mal zu Ende. Beeil dich ein bisschen. Ich baue hier so lange einfach eine weitere Attraktion, eine kleine. Warte mal kurz. Ja, das ist richtig, weil jetzt kommt einfach. Das sieht richtig schwer aus. Voll der Architekt. Erstmal so. Aber wir müssen aufpassen, weil nämlich wir dürfen nicht das zu aggressiv machen. Man kann auch in der Achterbahn ohnmächtig werden.
Das ist das Problem, oder? Das ist bei uns nicht ausgeschlossen. Ich baue einen Freefall Tower. Können wir nicht. Warum nicht? Ich habe genug Geld. Du, aber ich nicht. Ja, deswegen baue ich ja. Es geht alles von meinem Geld ab. Ach so. Was du baust, geht von meinem Geld ab. Ach so. Dann muss ich einfach die Sachen hier ein bisschen teurer machen. Das Essen hier ist wahrscheinlich 10 nur 10 für Pommes. Die sind so geil, die sind 12 wert. Und da gehen trotzdem viele Menschen hin. Das machen wir auch auf 12. Das hier. Aber die Achterbahn muss, die Warteschlange muss das viel. Das machen Eis auf 9. Und Getränke die, machen. Wenn die Leute, wenn die Warteschlange größer ist, dann gehen da auch mehr Leute hin. Ach so. Vielleicht sollte ich es doch wieder ein bisschen günstiger machen. Ich bin gleich fertig. Statistiken. Ich bin hungrig. Ja, kauf dir was, Molly. Molly, ey, die ist so fett. Nix gegen Molly, die im echten Leben, nur gegen diese. Ja, okay, hier. Auf jeden Fall. Ich habe mir gerade die Sachen angeguckt als Manager. Und ich glaube, wir müssen... Hey, ich dachte, ich bin der Manager. Nee, du bist hier der Baumeister. Ich kümmere mich um die Preise und so. Das mache ich. Da, also, weil ich gucke mir auch die Zufriedenheit der Leute an und so. Wer? Natalia, du bist jetzt unsere Feste. Also, die ist total hungrig. Da muss ich aber was kaufen. Aber weil nämlich hier ist eigentlich alles ziemlich günstig. 10 kostet das. Vielleicht müssen wir es auf 9 runtersetzen. Oder auf 8. Ja, jetzt kommen da Leute hin. Okay, die brauchen eine Toilette. Ja, Toiletten. So, das Letzte, was wir bauen, sind Toiletten. Müsste halt auch. Wir machen hier so eine Pipi-Stelle, wo alle hinpinkeln können. Ist das da drunter? Nee, ist das da? Das bei Essen 2. Bei Essen? Da ist das. Ja. Andere Stände. Toiletten. 250, ne, das bezahle ich nicht. Aber dafür kosten die Toiletten was. Echt, kosten die was? Ja. Oder hast du schon mal eine Toilette günstig bekommen, oder? Also kostenlos. Ja, hast du schon mal eine Toilette günstiger bekommen? Digga, einer hat... wie viel hat der? Wie viel Geld hast du? Der Typ da. Wir haben zu wenig Geld für eine Toilette. Scheiße, den wir haben. Ja, jetzt müsst ihr hungern. Aber wir machen mega viel Geld durch das hier. Aber das, die Achterbahn soll schon 20 kosten, oder? Ja, die soll definitiv 20 kosten. Obwohl, mach mal 26 und dann, wenn da zu wenig Leute hingehen, machen wir es günstiger. Mach du, ich bin nicht der Manager. Ja, okay, dann mache ich das. Also 20 ist zu wenig. Wir fangen mit 25 an. Damit wir gucken können, wie viele gehen da jetzt hin. Und dann können wir es immer 1-2 Dollar günstiger machen, wenn das wirklich hingeht. Ja, ja, du musst auf Toilette. Müdigkeit. Warum sind die müde? Ja, geh doch! Aber Zufriedenheit, ich möchte einen Hut als Souvenir kaufen. Als wenn wir Geld dafür haben, einen Hutstand zu kaufen. Wie viel kostet ein Hutstand? Ja, guck ich jetzt. Ich mache jetzt auch die zu Ende. Hutstand, andere Stände? Piratenhut. 900. Dinohut. 750. Ne. Hast halt Pech gehabt. Musst du eine Pommes kaufen. Und das als Hut benutzen. Nimm dir ein Tuch mit und falt dir den Hut daraus. Wir haben kein Geld dafür. Aber eigentlich ein Tuch? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu teuer. Aber die Stände... Wir sind nur zu wenig am Eisstand. Ich glaube, das müssen wir günstiger machen. Auf 5. Vielleicht gehen dann da mehr Leute hin. Und der Pizzastand ist gleich auch noch zu teuer. Den machen wir mal auf 7. Obwohl, nee. Wir machen da 9 raus. Es ist ja Pizza. Stell
stell dir vor, du musst im Restaurant für jedes Pizzastück $9 bezahlen. Besser an einem Abend obdachlos. Ich brauche 440 Euro. Jo, das machst du richtig scheiße. Erhöh einfach die Preise, wenn die da sind. Häng das Schild ab. Machst du auch mal langsam die Bahn fertig? Die wird jetzt zu Ende. Nur ich brauche 440 Euro. Also du musst ja einfach... Hä, du musst ja noch die Kurve bauen und dann zurück. Ja, das geht jetzt zurück. Boom. Ja, okay, das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen. So lange muss ich ein paar neue Stände bauen oder so. Am besten einen Hutstand. Also das hier ist der Flugsimulator. Der gefällt mir nicht. Der ist zu günstig, glaube ich. Das geht. 18. Boah, sollen wir ein bisschen 20? Gedanken gucken wir uns mal an. Ich möchte Flugsimulator fahren. Also so wie es aussieht, möchten die das und würden das um jeden Preis machen. Ja, nur noch um $2. Also 20 Euro, Leute. Ja, 20 Euro. Gedanken. Ja, so Caden und Cordelia, die wollen, ich möchte Flugsimulator fahren. Und genauso wie die anderen. Wir haben aber auch nur zwei Gedanken. Wahrscheinlich sind das andere einfach Puppen. Ja. Deswegen verstehe ich das irgendwie auch nicht. Aber die Rutsche, gucken wir mal, wie viel die kostet. $9 für eine Rutsche. Was? Wäre ja wie wenn du auf den Spielplatz, auf den Spielplatz zu gehen, $10 bezahlen müsstest. Gehen wir mal um 2. So, um mal zu gucken, ob die das bezahlen. Kann ich jetzt hier einfach ein paar Bilder? Also ich glaube, die Achterbahn wird uns jetzt mega viel einbringen. Unser Park ist auch schön, aber ich glaube, die Wege sind ein bisschen zu klein. Warum sind denn alle hungrig? Wie kann das denn sein? Haben wir so wenig Stände? Vielleicht müssen wir es einfach günstiger machen. Ich verstehe zwar nicht, wie... Ja, wir vertiefen jetzt auf $7. Und hier auf 6. Ich brauche einmal 300 Euro. Und auch 2. Ja, ich habe jetzt 12.000 auf meinem Konto, aber es bringt ja nichts. Ja, guck mal, ich gehöre schon zu den fast reichsten Menschen der Welt. Ich habe 18 Gäste in einem Park, wo nur eine Spiralschüssel ist. Aber das ist mega geil, das Spiel. Ich liebe es so hart. Leute, ich habe auch andere Parks und da bin ich besser. Das haben wir jetzt gerade neu angefangen. Finde ich ganz okay. Spontan, gut. Das Spiel ist 5 Sterne wie mein Dings da. Auf jeden Fall, ich finde das so gut. Ja, ich guck mal, wie viele Sterne wir haben. Wir haben immer noch 1 Stern. Verstehe ich nicht. Wir brauchen eine Achterbahn, dann kriegen wir mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich muss das jetzt... Es gibt ja auch noch ein Spiel, das heißt ja Rollercoaster oder so. Das ist ein extra Spiel. Aber das hier, da musst du gar nichts bezahlen für. Hier sind so viele Spiele drin. Achso, da ist gut. Mein Laptop ist wieder am Meckern. Der hat nämlich keinen Saft mehr. Dann gehe ich eben nach Kaufland und kaufe mir was. Dieses Wolf da. Warum kaufst du dir was und nicht der Laptop? Ja, ich kaufe dem Laptop was. Natürlich. Ehrenmann. Also wir haben noch kein Geld. Wir haben nur 180 Euro. Ich will jetzt auch mal diese Rutsche fahren. Ich sehe nicht. F. Eine Frage, überlebt er es? Nein! Mussten wir dafür was bezahlen? Wie viel kostet das eigentlich? Die Rutsch? 120 Euro! Nein, Spaß, 144. Warum fahre ich jetzt nicht? Boom! Ich will fahren! Ja! Oh mein Gott! Die ist voll cool! Jetzt steh auf. Hey, die ist wirklich voll cool. Was? Ja, die lieben auch welche. Ich kenne ein Park, wo nur Dings Achterbahn sind.
Echt? Das finde ich voll scheiße. Ja, man braucht auch solche Sachen für kleine Kinder. Und da ist er mir wieder gegen den Kopf geflogen. Schon wieder. Und jetzt würde ich da nochmal so eine richtig... Lukas, darf ich den Vorschlag machen? Einmal hier so eine Kurve machen und dann hier drunter her und dann da rein. Das ist cooler, glaube ich. Wenn man nochmal unter den Schienen herfährt. Das ich bringe das jetzt zu Ende, das ist zu viel Arbeit. Mach mir mal, ich mach einfach Testmodus mal und probier's mal aus. Nein, kein Testmodus. Ja, okay, nicht. Doch, kannst du. Mach. Steig ein, schnell. Ich bin jetzt eingestiegen. Okay, ich mach das Feeling. Guck ich mir jetzt an, wie gut das ist. Und da geht's hoch. Boah, ich hab jetzt schon Angst, ob Red Bull Bier ist. Ich mach's ja in First Purse, das macht ja so krank. Oh, die sieht geil aus. Die sieht mega geil aus. Oh, ist ja lebensmüde, was du hier machst. Ach du Scheiße. Ja, die ist schon echt geil. Die ist so ein bisschen... Ja, das war's auf jeden Fall wieder mit mir. Nehmen wir einfach als Dekoration, merkt ja niemand. Oh, da ist schon unser Freund. Ja, Leute, das Video müssen wir leider gleich, wenn das Dings da zu Ende machen. Es gibt einen Livestream. Ich mach weiter mit dem Park, Leute. Und ich muss jetzt eigentlich jetzt erstmal das zu Ende bringen. Geht das jetzt? Nö. Okay, 335 Euro, dann... danke für die Donates. Dann haben wir es fertig. Jawohl. Habt ihr eine Spende bekommen? Nein. Wir spielen ein Spiel, wir brauchen Geld. Digga, kauf nix, mach alles teuer. Ja, unser Freund hat das Tourette-Symptom, also nicht wundern. Ist zu schlecht. Nein, natürlich nicht. Digga, ich brauche noch 100 Euro. 5 Euro brauchst du noch. Ja, es wird uns eben der Eisstand einbringen. Das werde ich machen. Komm, Digga. Ich habe das vor 2 Minuten. Bring mich um. Ist das Spiel überhaupt für das Tablet ausgelegt? Nee, ja. Das geht. Nee. Nein, aber wir meinen jetzt das Spiel. Das sind ja ganz viele Minigames. Oder ein paar gehen nur am PC, wie Frey und so, deswegen. Wir können Granny spielen. Ich töte euch alle. Wir spielen Murder Mystery. Leute, mein Livestream heute. Ist richtig, schreibt Spiele rein. Leute, es ist fertig. Costa Concord, weil ich fahre gegen einen Pilz. Oh, jetzt wird geöffnet, Lukas. Remi, da ist jemand, Remi. Und ich rede wieder, was für ein Arsch. 20 geöffnet. Ich muss jetzt noch den Weg machen. Wo ist das Mikrofon? Jo, das will ich ausprobieren. Das sieht so geil aus. Das ist... Lukas, das ist die lebensmüdeste Achterbahn, die ich hier gemacht habe. Ja, die ist auch von Lukas. Ja, eben. Das von Lukas ist scheiße. Nein, die ist geil geworden. Props gehen raus an dich. Geil. So, Leute, kommt schon. Einmal geht in der Achterbahn. Nein. Ich brauche eine 1 Million Euro Spende. Sollen wir mal gucken, wie viel, ob da jemand rein... Oh, einer Mann. Oder geh doch sicher rein. Ich heiße Gurkensalat 27. Ja, ich heiße OP besser. Und ich heiße Schnee 3 mit... Oh, einer geht rein. Aber ich glaube, wir müssen das hier günstiger machen. Ja, mach auf 2 Cent. Machen wir mal 22, vielleicht kommen da mehr Leute rein. Ja, jetzt kommen Leute rein, oder? Alter! Ja, einer. Warum hast du deinen Laptop mitgenommen? Weil wir darauf spielen. Nein, du kostest meinen. Ja, ja, weil wir darauf spielen. Und ich darf auf YouTube mache. Eben, wir haben 2 Accounts, die sind miteinander verbunden. Und beide sind scheiße. Hey, die sind 18, aber echt, 18 Abonnenten, ist doch voll okay. Erst für den Anfang. Wir haben insgesamt 65 Aufrufe. Leute, er braucht ja, du musst ja eins.
Leute. Oh, paar schon warten hier. Zwei warten schon. Okay, Digga. Ja, boah, wir haben halt eine Stromrechnung von 2 Millionen, wenn wir hier so weitermachen. 15 Stecker angeschlossen. Nein. Ich habe hier drunter 7 oder 8. Bis jetzt nur 5. Wir sind jetzt nur 5. Nur. Digga, platzier mal Mülleimer, wenn die kotzen. Nee, mach du das mal. Ich muss mir das ja angucken. Lukas ist doch schon der Mülleimer. Gedanken. Niemand denkt an Kinderachterbahn. Ja, es ist geil, dass jemand das hier machen will. Tom, wie ist das Passwort? Sag es lieber nicht hier bei der Aufnahme. Besser nicht, obwohl. Mein WLAN-Passwort ist Piep. Ja, Leute, das war auch mit diesem ersten coolen Video, Leute. Haut rein, Leute. Und Likes da lassen. Ciao.